Herr Bundeskanzler, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns nehmen. Meine erste Frage wäre, wie schätzen Sie die christlichen Verhältnisse in Europa ein? Wie sieht das Christentum der Zukunft in Europa aus? Das ist eine gute Frage. Ja, was mich ja immer erschüttert hat, war, dass wir es, auch Christdemokraten, nicht zustande gebracht haben, einen Gottesbezug, die christlichen Wurzeln in der europäischen Verfassung oder in den späteren Verträgen der Europäischen Union zu verankern, weil das eigentlich für mich selbstverständlich ist. Ne? Dieses Europa ist auf christlichen Wurzeln, natürlich auch auf dem Geist der Aufklärung und dem Geist der griechischen Philosophen gebaut, aber das Christentum spielt immer eine prägende Rolle für uns. Und mein Eindruck ist, dass es durchaus schwierig geworden ist und in manchen Ländern sogar eigentlich eine Herausforderung, als Christ zu agieren. Wenn Sie zum Beispiel die heutige Situation der Kirche, der Kirchen, nicht nur der katholischen, auch der protestantischen Kirchen in Tschechien oder in der Slowakei ansehen, wenn Sie die Situation der Christen in den neuen Bundesländern in Deutschland sehen, das ist eine wirkliche Diaspora, das ist eine echte Minderheit. Und umso wichtiger ist, dass die Christdemokraten, die etwas zu sagen haben, sich nicht scheuen, auch wirklich das Wort zu ergreifen und Stellung zu beziehen, weil ja die Christen auch anderswo bedroht sind. Gerade jetzt im Norden Syriens werden die letzten christlichen Städte und Gemeinden gerade ausgelöscht. Auch in dieser Hinsicht war das interessant bzw. auch unerfreulich für die Europäische Volkspartei, dass wir, wenn wir die jüngsten Wahlergebnisse auf Europaebene anschauen, dass, wenn wir das vergleichen mit 2014, dass die christdemokratischen, christlichen und die christlichen Volksparteien verloren haben. Wie sehen Sie das? Ist diese Tendenz umzukehren? Natürlich. Schauen Sie jetzt Österreich an. Wir waren schon ziemlich schwach, also wir waren schon deutlich unter 20%. Und unser jetziger Parteivorsitzender Sebastian Kurz hat schon fast mein Traumergebnis. Ich hatte damals 42,3% und er ist jetzt schon auf 37%. Also man kann durchaus mit klarer Kante, mit klaren Aussagen und mit einer Überzeugung kann man sehr wohl Wählerstimmen gewinnen. Das ist überhaupt keine Frage für mich. Aber wir müssen uns halt auch hinstellen. Ne? Nicht fragen, wie liege ich, sondern wofür stehe ich? Und der Unterschied zwischen liegen und stehen, der ist in der Politik nicht uninteressant. Laut Pressenachrichten steht die Europäische Volkspartei mit Salvini bzw. mit seiner Partei in Verhandlung. Wissen Sie etwas davon und wie schätzen Sie das ein? Sollte die Europäische Volkspartei Salvinis Partei die Lega aufnehmen? Die italienischen Parteien sind immer sehr schwierige Partner. Denken Sie nur daran, wir haben Berlusconi immer noch, wir haben viele verschiedene italienische Parteien gehabt, die zum Teil schon wieder verschwunden sind. Und das Problem war, aus meiner Sicht war eigentlich das Verschwinden der Democristiani. Das war wirklich eine starke Mittepartei, die unter in sich wiederum sehr viele verschiedene Richtungen auch vereint hat. Aber es war wirklich eine starke, solide christdemokratische Basis. Und seit diese Democristiani zertrümmert worden sind und sich zum Teil selber auch aus dem Spiel genommen haben, sind eigentlich Glücksritter entstanden oder kurzfristige Sternschnuppen. Und ob Salvini da wirklich hereinpasst, das muss geklärt werden. Er ist erfolgreich, keine Frage. Der Stil ist nicht meiner, aber sozusagen die Zugehörigkeit zur Europäischen Volkspartei ist nicht eine Stil, sondern eine Substanzfrage. Und das muss, glaube ich, sehr genau geprüft werden. Kommen wir zurück zu Österreich. Können Sie eine grüne Regierung, also eine Regierung von Sebastian Kurz mit grüner Beteiligung vorstellen? In Ihrer Zeit wäre das ja weniger vorstellbar gewesen, aus vielerlei Gründen. Naja, 2003 habe ich sehr intensiv, wochenlang mit der damaligen Grünen Partei, mit dem heutigen Bundespräsidenten Van der Bellen und seiner Stellvertreterin Klawiśnik verhandelt. Und wir wollten eigentlich beide ein solches Experiment wagen, aber es hat bei den Grünen nicht funktioniert, weil die eher nicht radikale, aber doch sehr fundamentalistische Basis in Wien, in Linz, in Graz hier nicht mitgemacht hat. Ob das heute anders ist, das kann man noch nicht endgültig sagen, aber ich glaube, dass die Chancen heute vielleicht besser stehen.
zumal es ja auch wenige Alternativen gibt. Die Freiheitlichen sind im Moment jedenfalls kein Partner. Die Sozialdemokraten sind nicht reformwillig und reformbereit, haben sich auch selber aus dem Spiel genommen. Sie wollen gar nicht verhandeln. Daher verhandelt jetzt Sebastian Kurz sehr intensiv mit dem grünen Parteichef Kogler. Ob das dann am Ende in einigen Wochen zu einer echten Regierung führen kann, das ist zu hoffen, aber es ist noch nicht sicher. Ich habe die verschiedenen Pressemitteilungen bzw. Interviews der verschiedenen Parteien, auch der Grünen und der Österreichischen Volkspartei, angeschaut. Und für mich liegt der größte Unterschied bei diesen Parteien in der Migrationsfrage. Sebastian Kurz spricht da sehr deutliche Worte aus, wobei die Grünen, habe ich das Gefühl, dass sehr stark die Migration unterstützen, beziehungsweise in dieser Richtung eher die ganz stark diese linke Tradition und diese linke Richtlinie in der EU verfolgen würden. Wie kommt das dann zusammen in einer Regierung? Ich glaube, da muss man sehr genau auseinanderhalten. Dass es Zuwanderung gibt, das ist außer Frage. Also wir haben seit vielen Jahren eine Zuwanderung. Wie ich ein Kind war, waren wir 7 Millionen Einwohner, heute sind wir über 9 Millionen und gehen auf 10 Millionen Einwohner zu. Aber das muss legale Zuwanderung sein, also kontrollierte Zuwanderung. Was nicht geht, ist eine illegale Einwanderung, die nicht kontrolliert werden kann. Und da habe ich den Eindruck, dass auch die Grünen nachdenklicher geworden sind, vor allem durch das Jahr 2015, wo ja praktisch 1,5 Millionen Menschen durch Ungarn, durch Österreich, Deutschland bis auch hinauf nach Schweden durchgewandert sind. Und viele sind ja geblieben. Nicht? Wir haben alleine über 100.000 damalige Flüchtlinge bei uns aufnehmen müssen und die Deutschen fast 1 Million. Das hat uns wahnsinnig belastet und so eine Situation darf sich nicht wiederholen. Das versteht, denke ich mir, jedenfalls auch schon der überzeugteste Grüne. Denn Migration muss kontrolliert sein und muss jedenfalls zu uns passen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Da gehört der Schutz der Außengrenze dazu, ein klares und objektives Asylverfahren für die, die Schutz brauchen. Und die sollen ihn auch bekommen. Aber wer keinen Asylgrund hat und die meisten der heute Flüchtenden haben überhaupt keinen Asylanspruch und müssen daher eigentlich zurückgewiesen werden. Sie sind Mitglied dieser Rat der Weisen, die jetzt besonders die ungarische Situation untersucht. Ursprünglich haben Sie geplant, dass im Oktober dieser Bericht fertiggestellt wird. Es ist immer noch nicht fertig. Wann wird das fertig und warum wird das verzögert? Ja, es ist eigentlich nicht verzögert, sondern das war ja nicht gedacht für die Generalversammlung, die jetzt in Zagreb beginnt, sondern für den politischen Ausschuss. Der wäre aber schon vor einem Monat gewesen und da waren wir noch nicht fertig. Also es hat sich nicht jetzt absichtlich verzögert, sondern es ist ein gutes Gesprächsklima auf beiden Seiten da und wir brauchen noch etwas Zeit und ich bin überzeugt, im Frühjahr wird man die Dinge klären können. Aber Sie werden verstehen, dass ich das jetzt nicht kommentieren kann und darf. Und was beinhaltet nur die Themenfelder dieser Bericht, also welche Stichpunkte werden da besonders untersucht? Ja, schon die Themen, die eigentlich auch im Europäischen Parlament, in der Kommission alle diskutiert werden. Es gibt ja auch eine Resolution der Europäischen Volkspartei dazu und da spielen natürlich alle diese Fragen Rechtsstaatlichkeit, Rolle der Unabhängigkeit der Justiz, akademische Freiheit, die Religionsfreiheit, die Frage auch der Migration, aber eben wie gesagt der kontrollierten Migration, all das wird natürlich diskutiert, aber wie gesagt im Detail darf ich dazu jetzt keine Auskunft geben. Können Sie eine Europäische Volkspartei ohne Fidesz vorstellen? Ja gut, aber jetzt würden Sie mich hier festlegen auf eine Antwort. Ich habe meine persönliche Meinung, aber die wird in den Gremien diskutiert und das werden Sie dann sehen, wenn der Bericht da ist. Was denken wir, wir sind hier bei der Veranstaltung der Otto von Habsburg Stiftung. Hier können wir ihn sehen. Wie schätzen Sie seine Rolle ein, beziehungsweise wie sehen Sie die Rolle dieser Stiftung im Verhältnis der österreichischen und ungarischen Beziehungen? Also ich finde es eigentlich großartig, dass Ungarn diese Stiftung ermöglicht hat und die Familie, die auch zahlreich heute und sehr prominent vertreten ist, schätzt das auch ungemein.
Und ich kannte ja Otto von Habsburg sehr gut und habe mit ihm auch intensiven Gedankenaustausch gepflegt. Ich habe ihn eigentlich in gewisser Weise sehr bewundert, weil er ja als Mitglied des Europäischen Parlaments sich immer für die Erweiterung eingesetzt hat und mit dem leeren Stuhl, den er immer mitgebracht hat, auch darauf hingewiesen hat, zu Zeiten, wie noch der Eiserne Vorhang existiert hat, dass die Völker jenseits des Eisernen Vorhangs, und da gehört die Ungarn dazu, hier einen Platz haben müssen. Und ich habe mir das auch sehr zu Herzen genommen und habe als österreichischer Außenminister in der ersten österreichischen Präsidentschaft 1998 die Beitrittsverhandlungen mit Ungarn eröffnen dürfen. Übrigens gegen ziemlichen Widerstand einiger großer Länder, aber es ist gelungen und einige Jahre später ist Ungarn Vollmitglied. Das heißt, sein Herz hing immer an Ungarn, dort wo es ja jetzt auch begraben ist. Herr Bundeskanzler, vielen Dank und einen schönen Abend für Sie. Danke.